Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von uns. Wir sind wieder am Start und wir sind schon wieder unterwegs zum Baumarkt. Ich hole eine Musterfliese ab von unseren Terrassenplatten und wir machen außen wie immer weiter und innen und viel Spaß bei der Folge. Es wird die nächste Ecke hier gelasert, wie man so schön sagt, die ist bei uns momentan. Ach nee. Wo ist denn der Anton? Also das ist jetzt ein grüner Laser. Vorher hatten wir doch einen roten, jetzt haben wir einen grünen. Kannst du mal auf die Ecke machen wieder, wie beim letzten Mal. Ist die Ecke genauso gerade? Yeah. Fast, ja. Voll die Disco-Beleuchtung hier. Ne? Sieht man noch viel besser. Guck mal, wie schick das aussieht. Voll cool, jetzt können wir alles hier wieder begradigen. Oder gerade machen für die Steine. So, Samstag, wie immer, Baumarkt angesagt. Jana zieht hier ihren Hut an oder beziehungsweise versucht es, die Mützen anzuziehen. Zeig mal dein schönes Outfit, Schatz. Was du für schöne Shorts hast, ne? Karierte. So, und nee, wir nehmen nicht diese Mütze. Die ist zu kalt, Schatz. Für die ist es zu kalt. Nein, jetzt ist seine Frisur kaputt. So, wir müssen jetzt los zum Baumarkt. Wir sind wieder zurück. Wir haben aber schon Mittag gegessen. Wir haben auch schon wieder geschlafen. Oder beziehungsweise wir nicht schon wieder, sondern wir haben schon auch geschlafen. Beziehungsweise Lana schläft jetzt. Ich zeige euch kurz, was es heute zum Mittag gab. Es ist ja heute so warm und deswegen gab es bei uns, ich sehe so verschlafen aus, weil ich gerade die Schlafen gelegt habe. Bei uns gab es heute Sandwiches, wollte ich schon sagen. Wie heißen die denn? Ja, so Wraps, genau, jetzt ist mir der Name eingefallen. So Wraps, Burritos, wie man die nennen kann. Mit Reis mache ich dann so Hackfleisch und Paprika. Und dann mit welchem Gemüse kann man das schön kombinieren. Und dann gab es auch russische Sommersuppe. Ist fast leer. Ja, super, super lecker, aber natürlich nicht jedermanns Sache. Es wird halt kalt gegessen. So, ich muss noch meine Haare zumachen, weil zu Hause, das geht nicht irgendwie, obwohl ich die schon so kurz habe. Ich habe sie extra abgeschnitten, um mehr offen zu tragen. Ich trage sie zwar auch mehr offen, aber trotzdem daheim müssen die zu sein. Ich weiß nicht, wem geht es genauso. Ich weiß nicht, bin ich da die Einzige? Ich denke nicht, ne? So, ich zeige euch gleich die Platten und ich dachte, ich nutze mal die Zeit sinnvoll, bis Lana schläft und alle am Arbeiten sind. Werde ich auch mal arbeiten. Ich kann mich ja jetzt schlecht aufs Sofa hinlegen, wenn draußen gearbeitet wird. Deswegen putze ich wahrscheinlich Fenster. Die sehen übel aus. So, hier sind dann die anderen Randsteine von der anderen Seite, die wir gestern Abend ausgemessen haben. Hier haben wir dann die Ecke so gemacht. Wir haben überlegt, das komplett durchgehend zu machen. Aber das, ja, eigentlich wird ja der Randstein um das Haus herum gemacht, so wie das die Hausecken sind, deswegen haben wir auch so jetzt auf den Randstand gelassen. Gell, Schatz? Und hier kommt jetzt der nächste wieder dran. Dann sind wir an der Seite auch schon wieder fertig. So, jetzt komme ich mal dazu, euch die Platten zu zeigen. Da sind die schönen Platten. Die fühlen sich auch sehr, sehr, sehr gut barfuß an. Also sehr angenehm. Die sind jetzt ja, normale Keramik-Terrassenplatten, nennen die sich. Ich weiß nicht genau, der Hersteller. Kann ich euch mal aber in die Infobox verlinken. Das wird die Fugenfarbe sein. Die haben wir jetzt noch ausgeliehen in Schiefer von Tubak oder wie die Hersteller sich nennt. Ja. So passend zu den Randsteinen, dann setze ich das alles ein bisschen ab und mit einer 4, das ist ja nur so ein Muster, mit 4 mm Fuge. So, und heute haben die dann auch fleißig hier gearbeitet, ja, aber du gleich. Ja, hier haben wir jetzt auch den Hügel Erde quasi immer weiter hier hingemacht. Hier ist ja die Treppe, hier sind schon die Stufen vorbereitet, die können wir hoffentlich irgendwann bald mal setzen. Ja, und hier haben wir jetzt schon angefangen mit der Rüttelplatte das alles festzumachen. Das heißt, hier ist jetzt nicht mehr so ein starker Abhang. Und hier ist jetzt dann die ganze Wand entstanden mit Randsteinen. Ich filme das mal jetzt so von hier. Genau, so wie die Wand verlaufend ist. Ja, habe ich ja schon mehrfach erzählt, dass wir das ja in diesen Beton ja reinsetzen, reinklopfen. Und hier haben die auch schon die Noppenbahn dran gemacht. Die wird dann ja noch passend abgeschnitten. Und die Schottersteine. Oder ja, den Schotter da
Zeit, ja, wie auch immer, schon hier reingefüllt, um zu sehen, wie das dann jetzt mal alles ausschauen wird. Weil hier ist es schon eigentlich ziemlich ausgehärtet, obwohl das ja heute Mittag noch gemacht worden ist. Aber ja, es ist ja so eine Hitze hier heute, wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir es, wenn es jetzt komplett ausgetrocknet ist, die Tage dann das Ganze auch mit Schotter füllen. Und dann haben wir schon hier auf der Seite quasi das so ziemlich erledigt, kann man sagen. Müssen wir nur noch ja, hier das alles wegräumen, die ganzen Paletten und die restlichen Randsteine. Und dann können wir das Ganze, wollen wir ja dann hier mit Schotter zumachen. Und dann haben wir ja hier auch diese Abmauerung jetzt fertig. Hier werden dann jetzt die Stufen noch kommen. Dann haben wir diesen hinteren Bereich schon mal auf jeden Fall erledigt. So, und ich bin jetzt auch ziemlich schon platt. Für uns ist heute eher ein ruhiger Samstag. Alle sind nach Hause gefahren. Wir haben keine Grillparty, wie wir sonst immer machen. Das heißt Grillparty, aber meistens essen wir alle gemeinsam noch was. Und heute ist mal wirklich so ein normaler Samstag. Ich weiß gar nicht, wie das ist, so einen normalen Samstag zu haben. Der Anton sagt schon, komm, wir fahren irgendwo hin. Unternehmen irgendwas, weil ihr das gar nicht kennt, einfach, dass wir zu Hause sind. Also alleine in dem Sinne, weil immer irgendeiner da ist. Ja, das dazu. Ansonsten melde ich mich einfach die Tage dann. So, wir haben wieder mal Wochenanfang und wir machen die Treppe. Huch, jetzt bin ich überbelichtet. Wir machen die Treppe, beziehungsweise die Betonstufen auf die Treppe, die wir draußen gemacht haben. Das filme ich jetzt mal kurz, der Anton. Ja, mischt jetzt den Beton an. So sieht er aus. Was hast du hier für einen Beton oder was ist das? Ach, Beton. Stimmt. Doch, Estrich-Beton, ja. Das mischt man dann an mit Wasser einfach nur. Die Mischverhältnisse, keine Ahnung. So, das sind die Unterleg. Nur Wasser und Beton. Ja, aber Mischverhältnisse. Ja, machst du so lange, bis die Konsistenz, ja, deswegen Konsistenz ganz gut ist. Ja. Und vier Stück haben wir schon geschafft. Also wir heben immer eine für eine immer so höher. Und dann machen die, hier drunter ist dann immer der Beton. So, genau. Und dann klopfen die das fest. Wofür machst du jetzt die Löcher? Ja, damit man einfacher einstellen. Zum einfacher einstellen. Ich mache eine Schraube einfach und dann kann ich gegenhauen. Und kann da direkt drauf platzieren. Okay. Hoffentlich klappt das so. Wundert euch nicht über Antons Verletzung. Das ist nichts Schlimmes. Hier, ich hab zwei Löcher gebohrt. Ne? Weil der Estrichbeton, wir müssen ja hier auffüllen ein bisschen mehr. Wegen, ja, weil ich mich ja im 2 cm verrechnet habe damals. Jetzt müssen wir viel Estrichbeton auffüllen. Und dann reinhauen würdet ihr ja. Und, immer wieder einsacken. Einsacken, ja. Und jetzt mache ich einfach schon oben hin. Und dann? Macht das Wasserrohr direkt. Und dann kommt das hier gegen. Das ist quasi der Anschlagspunkt dann. Mal so gerade. So, jetzt gerade. Und dann noch so gerade. In der zweiten Schraube. Und länger nehmen wir uns. Du Perfektionist. Dann fülle ich das mit Beton aus. Dann ist es fertig. Cool. Zeigst du das? Baby. Au. 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 Tag zu machen. Au. Nein, nein. Nein, nein, Dame. Jetzt regnet es und Anton hat zu viel Beton angemischt. Jetzt will er noch eine Stufe legen. Weil ihm das zu schade ist, dass es zu viel angemischte. Jetzt beeilt er sich. Der Arme. Also manchmal bewundere ich den einfach für seine Geduld und für seine perfektionistische Art. Der misst es alle so genau und Millimeter, ich glaube, ich hätte schon einfach nur drauf geklatscht und fertig. Dafür bin ich nicht so feinfühlig in diesen Sachen. So, und ich habe in der Zeit, bis Anton da betoniert, ich war auch fleißig, so ist das nicht, ne? Lana guckt gerade ein bisschen ihre Lieder und chillt mal eine Runde. Die hatte heute so viel Kinder-Action gehabt, wir waren bei einer Freundin, da haben die ganzen Kinder gespielt, ich glaube, wir waren 5, 6 Kinder, auf jeden Fall, ich habe auch was gemacht. Und zwar habe ich für meinen Do-It-Yourself-Dienstag, den ich ja immer auf Instagram
da was gebasteltes poste. Also wer, wer mir noch nicht folgt, kann mir gerne folgen. Oh, ich bin voll geschwitzt. Ich sehe leicht fertig aus, ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch schnell was gebastelt, weil wir heute Dienstag haben und weil ich noch nichts gepostet habe und weil ich schon die ganze Zeit das basteln wollte und jetzt habe ich das nicht. Ich bin so glücklich, das macht das Zimmer so anders. Ich bin so stolz. Also wie ich das gemacht habe, seht ihr in dem Post. Der wird schon online sein, wenn das Video hochgeladen ist. Tada, mein kleines Paradies. Ja, ich habe dieses Bild, also die Bilder kennt ihr ja schon. Da habe ich ja auch die Tapete mit integriert. Da sind ja Lianas Füße und Händchen und sowas drauf. Und hier haben wir ja diese Wolkentapete. Die ist von Rush. Ich hoffe, die gibt es noch. Ich verlinke euch das, wenn ich die finde. Und dann habe ich hier so Blumen draufgeklebt und das alles in einen Bilderrahmen gemacht, in einen weißen. Und dann sieht das so wunderhübsch aus und macht das Zimmer so komplett. Ja, ich hoffe, ich habe alles richtig ausgemessen. Nach meinen Verhältnissen ist das die Mitte. Jetzt im Video sieht das irgendwie nicht so mittig aus. Aber ich habe von jeder Seite 1,80 gehabt. Ja, es muss wohl die Mitte sein. Mal schauen, der Anton muss nochmal drüber gucken, aber ich denke mal, so wird das hängen bleiben. Ja, und ich finde das immer so schön, das Zimmer, und so gemütlich jetzt. So ein richtiges L über ihrem Bett. Guten Morgen! Wir starten in den Tag heute. Wir haben einiges heute vor. Ja, Schatz, gleich wird gefrühstückt. Wir frühstücken erstmal. Ich sehe noch total fertig aus. Ich muss mich gleich noch fertig machen. Wir fahren einkaufen, wie sonst auch. So, wir haben aufgeräumt. Für uns geht es jetzt, haben schon gebügelt und jetzt fahren wir einkaufen. Wie komisch das aussieht, wenn ich mich selber filme. Ja, auf jeden Fall müssen wir Getränke zurückgeben. Ja, so einige Geschäfte noch reinfahren. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Achso, einmal vielen Dank für euer Feedback für das Kochvideo. Das war echt cool. Also haben sich sehr viele Leute dann zurückgemeldet, dass sie das nachkochen werden und so weiter und so fort. Also nächste Woche kommt auch noch ein Kochvideo raus. Also ich werde jetzt alle so 2-3 Wochen immer wieder ein Video hochladen. Und falls ihr euch der ein oder andere fragt, wegen Antons Videos, was damit ist, du musst die Hose hochziehen, Schatz. Ja, was damit halt ist. Ja, im Sommer, also beziehungsweise jetzt kommen wir halt kaum dazu, weil abends halt der Anton einfach viel zu stark ja, damit beschäftigt ist, draußen alles mit dem Bagger zu machen und deswegen, ja, bleibt er so ein bisschen auf der Strecke liegen, aber wir hoffen, dass wir zum Herbst hin wieder da voll einsteigen können, dass wieder jede Woche so ein Technikvideo rauskommt. Also das nur als Zwischenstand. Wir sind passend zurückgekommen, wo Papa schon, ja, es liegt hier alles auf dem Boden, wo Papa von der Arbeit gekommen ist, ne, mittags. Jetzt wird Mittag gemacht, Mittag gegessen und Postbote war auch da und zwar habe ich hier was Schönes bekommen von Stühlen. Factory 24, so schöne Obstschalen habe ich da bestellt. Zeige ich euch gleich nochmal näher. Guten Morgen. Ja, wir haben den nächsten Tag. Gestern hatte ich nichts mehr filmen können. Das Haus stand hier irgendwie auf dem Kopf, so ungefähr. Die Kinder. Und dann haben wir später wieder alles zusammen was gegessen. Und hier war so ein Trubel. Und ach, auf jeden Fall keine Zeit zum Filmen. Dann habe ich die Möglichkeit, weil einfach viel zu viele Leute hier rumgelaufen sind. Aber jetzt zeige ich euch, was alles gestern geschafft worden ist. Also die haben wirklich sehr, sehr viel geschafft. Und heute geht's weiter. Oh, es gibt nichts Schöneres wie die Morgensonne. Und die Vögel zwitschern. Ach, ich liebe das hier. Ich freue mich, wenn wir irgendwann von demnächst mal hier frühstücken können. Und ich hoffe, das Wetter bleibt noch ein bisschen so, dass wir auf Terrasse auch ein bisschen noch was genießen können. Also hier wurde dann alles jetzt leer geräumt. Hier hin in den ganzen Chaos. Und zwar wurde die ganze Terrasse leer geräumt. Und wurde mit der nächsten Schicht Split aufgefüllt, mit dem, wie heißt der, Rüttelplatte auch festgemacht. So, heute wird das noch zu Ende gemacht. Danach kommt nur noch Beton hier hin, mit dem Split auch. Balu tastet sich voran. Balu, nein! Du machst mir da jetzt nicht irgendein Geschäft hin. Auf jeden Fall, ja, wird das jetzt alles nur noch Zement und eine Schicht noch Split, oder das wird dann jetzt alles in diesen Trasszement reingelegt. Und dann sind wir quasi hier fertig. Wir warten jetzt nur noch auf die Platten. Die Platten sind bestellt, 2 Wochen Lieferzeit. Und die ganzen Stufen sind fertig geworden, bis auf die letzte Stufe. Und hier die Stufe, ne? Ja, die fehlt noch. Ne, 2 Stufen sind noch, genau. 2 Stufen haben die gemacht. Wir überlegen die ganze Zeit, wie wir dann diese Wand hier verkleiden. Wahrscheinlich machen wir auch hier so einen, ja, Putz. Vielleicht ein Anthrazit drauf, ich weiß nicht, damit das schön alles ja, einheitlich zu dem Haus ausschaut. Die Treppe, und hier kommt ja dann der Randstein noch dran.
Und dann kommt hier bald irgendwann der Rasen, hoffentlich. So, damit ich hier nicht runterfalle. Ja, und hier wurde tatsächlich alles weggeräumt. Also wer uns länger verfolgt, der weiß. Hier ist, genau, und die Seiten, auch, das sehe ich jetzt erst gerade. Die Seiten wurden mit dem Schotter befüllt. Das heißt, hier sind wir soweit fertig. Ich zeige es jetzt von der anderen Seite. Heute wird hier die Treppe noch gemacht. Also diese zweite kleine Treppe, die wir hier haben. Hier haben wir wirklich alles jetzt leer geräumt. Wir haben ja hier sehr viel Müll und Krempel noch liegen gehabt. Das wurde jetzt alles sortiert, ein Teil weggeschmissen, ein Teil nach hinten gebracht. Und jetzt muss nur noch diese Noppenbahn passend abgeschnitten werden. Und dann haben wir quasi, das ist unsere erste Hausseite, wo wir diese Spritzwasserschutz fertig haben. Und ja, heute wird die Treppe gemacht. Diese Abmauerung wird jetzt noch zu Ende gemacht heute. Hier fehlen nämlich noch 2-3 Steine und die Abdeckplatten. Das ist hier schon alle so quasi vorbereitet. Kann man bitte so süß aussehen? Sascha! Sascha, Tama? Der ist Sascha, ne? Komm. Die sind am Arbeiten, ne, die Männer? Sascha. Komm, Schatz. Wir müssen noch einkaufen. So, wir sind wieder zurück, waren am Spielplatz. Ich bin jetzt echt in so einem Mittagstief drin, kennt ihr das, wenn man so ein Tief halt hat. Wir haben schon gegessen und heute grillen wir schon wieder. Aber wegen einem Geburtstag, also nicht bei uns, aber auf jeden Fall räume ich jetzt ab. Und dann muss ich noch was arbeiten und dann müssen wir es auch schon fertig machen für den Geburtstag. Ja, auf jeden Fall wird hinten, beziehungsweise draußen, nicht hinten, es wird draußen jetzt noch die beiden Betontreppen gemacht. Ich habe ja ein bisschen versucht mitzufilmen. Ach ja, weil ich das schon mal bei Instagram angesprochen habe, habt ihr eigentlich Lust mal auf so ein Motivationsvideo oder beziehungsweise wie das ist, daheim zu arbeiten? Ja, ob das jemand vielleicht von euch macht oder überlegt oder wie auch immer und wie man sich am besten motiviert, zu Hause zu arbeiten. Also ich habe zum Beispiel heute so gar keine Motivation, das könnt ihr mir wahrscheinlich auch ansehen. Ich würde alles lieber gerne was anderes, ich würde alles liebend gerne lieber machen, sagen wir es mal so, keine Ahnung, als jetzt zu arbeiten, weil ich irgendwie keine Motivation dazu habe. Aber ich muss. Und deswegen, den einen oder anderen Tipp gibt es ja trotzdem immer wieder. Deswegen wollte ich mal vielleicht dazu ein Video drehen. Hatte ich auch schon mal auf Instagram euch gefragt. Ja, lass noch die Aprikose hier auf den PC fallen. Ja, und dann würde ich gerne mal dazu vielleicht mal ein Video drehen. Also falls euch sowas interessiert, könnt ihr mal gerne gefällt mir da lassen. So, und damit beende ich auch mein Vlog. Wir sind jetzt startklar für die Grillparty, wir fahren jetzt und ich hoffe, es hat euch alles gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ich sage bis nächste Woche. Tschüss! Ach ja, die Schalen, die habe ich euch gar nicht, glaube ich, mal abgefilmt. Also so sehen die jetzt in dem Zustand aus mit dem Obst. Die sind ziemlich groß, also hier die Schale ist ca. 20 cm im Durchmesser und hier die wird bestimmt 30 cm im Durchmesser sein. Diese Schalen sind, ich meine, die kosten aber um die 30 Euro, 35 Euro, 2 Stück. Die gibt es auch noch in einem anderen Farbton und die sind halt wirklich so aus Stahl oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ja, auf jeden Fall sehr robust, aber auch sehr, sehr schick und da passt wirklich viel rein und wir sind halt einfach Obstliebhaber. Wir, so eine Obstschale essen wir wirklich in ein paar Tagen auf. Also ich muss meistens zweimal in der Woche so eine Schale kaufen. Deswegen sehr praktisch für alle, die viel Obst essen oder generell, man kann es natürlich auch als für Brot oder für auf den Tisch irgendwie verwenden, auch Salat reinmachen, also der stelle ich mir schon vor, also praktisch vor. Deswegen, und mit diesem Rabattcode, den ich euch jetzt einblende, hier irgendwo, könnt ihr dann nochmal 5% sparen. Also ist natürlich dann auch damit ein Werbevideo, wenn man so sagen kann. Ja, also wenn ihr auf den Link von den Schalen drauf geht, dann gelangt ihr, oder beziehungsweise nicht auf den, ja, von den Schalen oder beziehungsweise generell von über meinen Shop, dann könnt ihr dafür 5% Rabatt bekommen. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Shop.